alle Internet nutzen würden, hätte man mehr. Kommunikation. I know the feeling, especially on a 1 MB connection in Iceland. Das ist so, dann fragt man den zweiten, der da noch kommt. Möchtest du nicht auch Internet haben? Ja, oh nice, dann können wir schon eine Stärkeleitung nehmen. Vielleicht macht Jimmy auch so mit. Dann werden wir noch schnellere, effizienter. Weil zu dritt werden. Oh. Kill them all. Yeah, when I lived in Iceland, I was on a 1 MB connection with my mom. And, In answer to your question, News, Oshi is currently trying to connect to WoW with a patch going on because if you disconnect from WoW right now, you'll come back on and say you needed a patch update. So he's just waiting for the patch update. How long roughly do you want to be, Oshi? I got the patch update before I logged on. I've just realised that Oshi's going to log on and he's going to appear right next to Onyxia sort of thing, so should we all get the hell out of here? Sounds like a good idea. Oh, great. It'll be fun. No. It won't. If you wish to live, run away from where we were standing. If you wish to die, feel free to stay there. By the way, in Iceland, even though you got the fastest connection available, which is like, I think it was 16 megabyte, at least that's the one I had, even if you have that one, you can't fully use it because of Iceland being really far from everything. It's doch nicht the schnellste available. Seriously? Yeah, I have the same issue out here. It's here it's our provider that's kind of fucking us over. Because they, I don't know if it's bullshit or not, but it says that we have the capability, it says that we have speed of 36 megabytes per second, but every time I try downloading anything, it caps out at 70 kilobytes per second. I tried calling them and explaining them what's happening, and they always even like, oh yeah, but we can't do it any faster. And you live in the middle of nowhere, so no one gives a shit. Yeah, exactly. You live in the middle of nowhere. That's what I did in Iceland. In Iceland, da war das alles anders. Hat sich alles wieder so alt, auch als von Kriegszeiten erzählt. Which is quite awesome, so that since in Arena, you're always out of melee range. Ich glaube, er weiß nicht so recht, wie man das rechnet mit 100 KB und 100 MB und... Ja, ja, er hat schon eine krasse Leitung, dann am GP. Ja, muss aber nicht. And auch mit 100 MB to the raid. Haben die meistens nur 1 MB ab. So. Und die Dinger, die sind richtig teuer. Zum Beispiel 5 habe ich ja mich schon vermietet. Und für Firmen gibt es ja welche, die symmetrisch sind, wo du genauso viel ab wie down hast. Ich dachte, die sind richtig teuer. Das geht in hunderte Euro pro Monat. Und so einen hat er nicht. Aber die Regierung hat auch ihre eigenen Internetkraftwerke. Wenn die Daten nur okay, durchgepumpt, someone, like, dafür brauchen wir das ganze Öl. Kavi. Has anyone here read Flintlock's Guide to Azeroth? Probably, but I can't remember it. It's a book, right? As I go. Webcomic. Ein Buch. Oh. Spider-Man kam ja auch in Büchern rein. Scope that came. The Flintlock something something. An engineer.
Okay, ready check, and then we go go. Ready check before you go go. Nice, Dennis. Huh. Das war eine meiner leichtesten Übungen. Yeah. Everyone's ready, so Oshi, go when you want. Das wird jetzt witzig, Kolder. Rette ihn, bitte. Was? Wie kann der denn? Nee, hat er eine 0 vergessen? Er hat eine 0 vergessen, oder? Er hat eine 0 vergessen. Ich hoffe, es will. Kann er wohl nicht mehr Upload haben als Download. Naja, gut, dann hat er 10-mal so viel wie ich. Mann, du musst nur einen Cast machen, weißt du? John ist alles scheiße. There's an ass warning where I'm gonna bring the fairy in, by the way. It's okay, I forgive. Nein. Aber irgendwas stimmt da trotzdem nicht an deinen Daten, oder? 138. Oh, oh, oh. Okay, heal Legion out. Okay, a little bit trouble, but bear down. Switch! All DPS switch to Nefarian. Hast du diese Phase? Wen hast du? Diese Phase. Wenn man gleich so viel Damage. Weil dann hast du dann einmal verkackt mit dem Drehen. Electrocute coming now. These things, einfach. Okay, heal everybody up. Fast. Electrocute 1%. And it'll electrocute. Ja, sagt's immer noch so, als wär's was Gutes. Everyone back to Onyxia. Oh, this is my... my new Jungstelle. And heal the raid up, AoEs. Get to your pillars, as Onyxia is dead. So I'm on blue? Nein, nur you Onyxia are on blue. Still. You're the only check. Der Dig ist noch da. Healers, keep your pillar people alive. Oh, danke. Yeah, I need heals. Heals, yeah, Ilya. Okay, now my target's not going down fast enough. Ours is down. Ours will be down in a few seconds. I wasn't supposed to be there anyway, so... Me and Iris got there. Red is going to be dead now.
So, Oshi, get ready to pick up Nefarian. Oh, das können wir werden, sorry. Ja. Bring him over to where I was tanking him, as the ads are all over your side. Electrocute in. Kibosha. Nice, Koda. Steady. Fuck, that was just stupid. Was passiert? Er hat, glaube ich, ein irgendwas verkackt, bin mir nicht sicher. Rescapi. Hütet euch. Pass. Bei Jovanovic, der. Versuch ihn zu retten. Der. Oh, just done it as I died. Oh, sorry, I forgot about the trap. Well, 42%, so we are definitely getting better and better with each attempt. Someone tell me what happened wrong that time. Nicht schlecht. Aber was war eben an, ne? I was dying through flames. Hin? That was just stupid. Soll ich noch mehr hin? Ja. Gut, du musst einfach noch mehr hier hin. Thank you, Doc. Well, oh, Mr. Cookie. In my opinion, there was very much flames in the room, so... Oh, I like cookies. I like Mr. Cookie. Mm. But that's probably normal. Yeah, there's flames all over the floor in the third phase. The only, the worst thing that I noticed is that they're very much the same color as the floor, so they're very hard to see. Not for me. Not for me, because I'm colorblind. They're pink to me. Pink to me. Oh man. Well, they're difficult for me to see because I've got my camera out to like most maximum distance it goes, so I can try and see like everything that's happening basically. Send me on this spot. So we see guard, see guard. Flame, so we are sinking. We are sinking. What are you thinking about? I focused too much on my stupid healing above the bars. So I wasn't watching the floor enough. Ah, steroid grid syndrome. Do you have GTFO add-on, Sam? Wovon sollte das denn sein? I don't. Was? GTFO? Es könnte aber sein, dass es im... It basically, if you're stood in like fire or anything that will damage you over time that's on the floor, beziehungsweise es könnte auch im X sein. Massive, like, annoying Frauen eine Kopie davon haben, die das mal wieder restart. Basically. Yeah, I had that noise. I heard it. That's why I scream, fuck, stupid. My speakers are popping out. Thank you, see? Every time I see I get the levitate buff, I see my camera rise up, and I think, fuck. Iris clicked on Time Warp again. Oh, ich schwebe. Na toll.
Oh, we love you really, Iris. Well, does that GTFO add-on work even though you don't have sounds on anymore? Yep. Yes. Okay. We should have been on it before. All add-ons that you have should still be active. Also jetzt nochmal so eine Challenge machen wäre unmöglich, wenn man einfach nicht mehr so ein bisschen sieht, was geht. Ja. Hä? Ja? Add-on sound. Stimme? Mir gedacht, das wäre still nur ein Klepper mit einem Y. Das ist wie mit Howard's-Fall. Das wäre vorhin so gut wie unmöglich. Das heißt? Weil es im X-Chromosom drin ist, ja, und weil ihr vorhin zwei habt, wird das bestätigt immer wieder. DBM isn't letting me know. Bei Männern nicht. Yay! Yay! Mit der Sound, that is. Weiß ich nicht, ich kann dir ja Glück haben. Nah. Ja. But whatever, I'm not standing in the fire anyways. Okay, gonna do a ready check. Ready, we'll eine Wuschel im Kopf. Do this again. Du überspringst doch immer eine Generation, hab ich mal gehört. Das stimmt nicht. Ach klar. Das vererbt sich nur extrem stark. Wenn das mal einer anfängt, irgendwo, geht nie wieder weg. Aber nicht in meiner Familie, weißt du. Glückwunsch. Danke. Bitte. Everyone's ready, so Oshi, all went ready. Nehmen wir auch in der ähnlichen Gene. Die sind ein bisschen stärker. Bisschen stärker als was? Ich habe nichts gesagt. Sie sind nicht stärker, sie sind dominanter. Und das bedeutet, dass die Schwächen alle durchkommen. Nicht wenn die Schwächen rezessiv sind. Oder sie sind italienisch. Das steckt schon im Namen. Woohoo! And one by the red pillar. Bitte dreh sie, bitte dreh sie. Ah, hat nicht. Slacker. Slacker. Ich krieg Damage Code. Oh, come on. Oh, come on. Okay, Omen's showing me I have full aggro on Nefarian, but he's attacking the healers. Oh. Oh Lord. Koja, hast du wegen gebubbelt? Ich hab niemanden gebubbelt. That was quite fun. Ich frage nur, wenn jemand was von Bubble erzählt und du angefangen hast zu. Fun! Nee, weil ich Top Healer bin mit Abstand. Fun. Und ich hatte Akro und ich hätte bubbeln sollen, scheinbar. Aber das Problem war, Oshi hat nicht Onyxer gedreht, sondern die ganze Party. Kompletten Splash Damage. Ja, das war das Problem. That I was 12. That's the first time that fucking aggro problems happened for me. To be honest, it's just quite nice. Of course, C didn't die. Ach, ich hab halt endlich meinen Vermieter erreicht. But the thing is she's resinous. Yeah, that doesn't work. And we're in combat again. War gut. Und Jonas, da krieg ich mehr Schläge. Das, ja? Ja, heiß. Yeah, by the way, see, we can't mass res inside that. I hate you, see. Because if that happens. Yeah, we've tried that before. Yeah, thanks a lot, see. Oh, I didn't intercept. I declined it as well. Yeah, it's so funny. So I thought she didn't jump down. She did? Nee. Nein. Ich muss morgen in die You know, she just didn't die. Das geht nicht weg. Das ist cool. Okay, I'm gonna organize a quick 5-minute break for people, because I'm sure some people need to get a refill of a drink, I know that I do. So, if everyone wants to take a 5-minute break, you can go get drink, food, toilet, smoke, pretty much whatever you want. So, 5-minute break. Matt, put a repair bot outside, please. For your Uber mount.
könnte mir auch echt niemand sparen, oder? Bitte. Ja. Boah, eigentlich müsste ich den Anker drauf machen, so ein Piratending. Das haben nicht Piraten, sondern Seemänner, und das ist ein kleiner Unterschied. Yep. Piraten haben keinen Anker. Die haben wahrscheinlich in ihren Schiffen auch gar keine Anker, weil die halten nicht an. Das sind die fahren halt. Alright, we are back, going for a cigarette. Wenn die mal halten, dann crashen die aufs Ufer. Was würdest du dafür haben wollen, dass du dir so einen Anker tätowieren willst? Wollen wir das einfach low. Das ist ja super gay, warum kann es nicht was Cooles sein? Ich will das so aus wie so ein Leben. Wie ein Emo? Wie ein Seemann. Ich will aber nicht Seemann sein. Seemänner sind so cool. Nee, das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Nee. Hör auf, dich zu bewegen. Ja. Dann würdest du dir auf Stirn... Nee, nicht auf Stirn. Milf tätowieren. Was? Milf, das ist gut. What about Girl Raiders? Ja, Girl Raiders, das wäre auch cool. I don't make a Reaper build. Nee, nicht auf die Stirn. Wie sieht denn das aus, wenn ich mal heirate? Ja, dann steht da Milf und das ist totally witzig. Totally nicht witzig. Nicht im General. Da verbessert sie gerade deine Heiratschance. Bei WoW, der immer. Das soll ich sonst nicht schaffen, oder was? Nee. Sag ich nichts Falsches. Ich meine nur da. Da kannst du bessere Konditionen stellen. Finde noch so sozusagen Zusatzqualifikationen. Oh, holy shit, ey! Dann machen wir uns hier zu so Milf Raider irgendwie. Ein Milf Crasher. Und Kitty Cleave. Gesundheit? So. Danke, Wieso denn Milf auf die Stirn auch noch? Du sagst doch nur so ein dummes. Nein, du schreibst mir das nicht auf die Stirn. Ich krieg da einen Ausschlag von, dann sieht man das die ganze Zeit, weil es einfach nicht weggeht. Dann ist er eingebrannt in Ausschlag. Dann frage ich mal, was steht denn da? Deswegen kann ich 3 Tage nicht nach Hause gehen und irgendwann steht mein Papa vor der Tür, klopft an. Ist total im Schock. Und die Schrumpfe. Wer hat das getan? Warum denn? Ist schon klar, dass ich keine Mutter bin, oder? Das darf man trotzdem sagen. Dann kannst du halt irgendwie am Hals vielleicht nochmal so in Training oder so. Was mache ich dann, wenn ich eine Mutter bin? Das durchstreichen. Einen Schal tragen. Süß, ey. Weißt du, es gibt auch Leute, die suchen immer nur nach Problemen. Echt mal, du musst dich der Sache einfach öffnen. Öffnen. Yes. Just as your majesty. Was ist hier los? Erste Weihnachtsmann. Hör mal auf die Leute. Oh, ich auch. Ja, wie blöd ist morgen los? You know it, BPK.
I'm back. Fucking serious, I got gang. And see, that's what I do when I leave the repair mount out for you. We love you for that. What? What happened? I got ganked. Yeah. Heal and don't die. Mm-hmm.